Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo Reaper of Souls. Ja, wir spielen weiter mit der Zauberin. Wir sind ja eigentlich vor der Festung des Wahnsinns. Und ich weiß nicht, wie lange es noch geht. Das schauen wir mal. Leider ist es noch nicht lange her. Also, ich finde es relativ kurz, aber mal schauen. Also gehen wir mal ins Tor des Wahnsinns. Was passiert hier? Aha, hier ist ein Krieg. Zerstört das Tor! Kurz ein bisschen leise machen. Können wir die Sprach Lautstärke ein bisschen runterstellen. Die Nephalem ist hier. Ja, genau. Hydra? Ah, die ist jetzt rot, da fand ich sie nicht. Okay, gut. Wer wagt es, uns Lol, anzugreifen? der kommt auch noch. Ist er nicht schon tot? Maltael ist mein Bruder. Ich habe in Tausenden von Schlachten an seiner Seite gefochten. Außerdem kümmert es mich nicht, dass er euch und euresgleichen zu vernichten sucht. Doch mein Bruder ist krank und um seinetwillen muss er aufgehalten werden. Nur bringe ich es nicht übers Herz. Also liegt es an euch. Kommt, Nephalem, auf in die Ebenen des Wahnsinns. Okay. Er ist eine Memme. Kann ich mit dir nicht reden? Schade. Dann gehen wir zum Pfad des Kriegers. Versuch, mich von den Ebenen des Wahnsinns fernzuhalten, bestätigt, dass er sich mir noch nicht stellen will. Nun werde ich dieses verkommene Ödland durchqueren, wo sich Engel und Dämonen tausende Schlachten geliefert haben. Der Engel des Todes erwartet mich in der Festung des Wahnsinns, auf der anderen Seite. Er wird nicht lange warten müssen. Ja, genau. Ich hoffe, es kommt noch etwas dazwischen, aber er wird schon bald sterben. Das sieht irgendwie ein bisschen nach Akt 3 aus. Habt ihr das gehört? Es klang, als hätte jemand meinen Namen gerufen. Lol. Nicht weit von hier befindet sich ein Feldlager. Wir treffen uns dort. Ich werde euch zeigen, was getan werden muss. Okay. Nimm das auf, ja. Lol. Ah, wollten wir nicht den Schwierigkeitsgrad erhöhen? Genau, das wollten wir noch. Weil es ist zu leicht. Ah ja, genau. Dankeschön. Ach du, das hätte ich nicht gebraucht. Wucht hat er ja. Die Verwüster zählen zu den furchterregendsten Soldaten der Hölle. Seit sie auf den Geschmack des Krieges gekommen sind, verweilen sie auch weiterhin in den Ebenen des Wahnsinns. Obwohl die letzte Belagerung der Festung schon weit zurückliegt. Jetzt betrachten sie das Reich als ihr Eigentum und terrorisieren alle Engel, die sich auf das Schlachtfeld wagen. Die Ebenen des Wahnsinns sind ein großes, chaotisches Reich, in dem noch viele Dämonen verstreut sind. Insbesondere die kriegsgezeichneten Marodeure waren nicht gewillt, wieder in die Höllen zurückzukehren,
und sind zur Plünderung der auf dem Schlachtfeld verbleibenden Engelsstützpunkte übergegangen. Sie sind vielleicht nicht die mächtigsten, doch gewitzte, hinterlistige und erfahrene Krieger. Ich schaue mir wieder so ein bisschen den Hintergrund an, weil manchmal ist es richtig schön, etwas detailliert gemacht oder so. Also in Akt 4 war es vor allem so, dass immer wieder Engel gekämpft haben gegen Dämonen und so Sachen. Leider nicht ganz so viel wie bei... Eure Verteidigung ist nutzlos. Bei Titan Quest, da gab es Schildkröten zu finden und so. Ist keine meiner Stärken, Nephalem. Ja, das merke ich. Sie haben sehr viel Leben. Aber ist verbrannt. Ist irgendwie zu laut. Ich weiß es nicht, wie der Unterschied ist, dass ich höre es recht laut. Umgebungslautstärke brauchen wir nicht so viel. Dann lieber Sound noch ein bisschen höher. So. Jetzt sollte eigentlich gehen. Aber jetzt ist die Frost noch ein bisschen laut. Also machen wir da auch noch ein bisschen runter. So. Der Beltagor ist hier. Aua. Nicht Blitz auf mich schleudern. Keine Blitze. Und jetzt schon wieder. Boom. Ja, wieso nicht? Aber nach einiger Zeit nervt es ein wenig, dass wir nicht die Käse bekommen. Das ist eine Belagerungsruhe. Nehmt sie an euch. Und das macht die? Wo? Und das macht die? Eine Belagerungsrune. Oh, sieht das schön aus. Das wäre doch ein optimaler Screenshot wert. So. Screenshot gemacht. Oh, hier auch. Komm schon. So. Haben wir ein paar Screenshots. Jetzt überall Rüstungshaufen. Nimm's? Ja, Schätzchen. Okay, wir müssen zuerst reden. Seht ihr die Arme dort unten? Nur mit ihrer Hilfe könnt ihr in die Festung gelangen. Okay, easy. Aber ohne die Belagerungsrunen, die sie antreiben, ist sie nutzlos. Ihr besitzt bereits eine, aber es gibt noch zwei weitere. Oh je. Ihr könnt sie auf dem unten liegenden Schlachtfeld finden. Zusammengepfercht mit den Dämonen, die sie einst trugen. Geh zur Ramme, sobald ihr die Runen habt. Okay. Aber Nephalem, ihr solltet wissen, dass ich euch nicht dafür danken werde, wenn ihr Maltael von seinem Wahnsinn befreit. Natürlich werdet ihr das nicht. Das macht euch auch so sympathisch. Oh mein Gott. Ja, nach dem Finale gehen wir dann in den Adventure-Modus. Wir werden ein paar Mal nochmals die Story durchspielen und so. Und ja, dann leveln. Ganzen Paragon-Levels hinkriegen, die Torments zu machen. Ich vermute, dass die Stachelkrake zum Teil dämonischen Ursprungs ist, da ihre Erscheinung viel zu unheimlich ist, um in der Natur vorzukommen. Sie scheidet ein giftiges Toxin aus,
das den Höllen würdig wäre, und ernährt sich meines Wissens nach nur von ihren Artverwandten sowie toten Dämonen. Es bleibt nur zu hoffen, dass sie niemals auf einen Menschen stößt. Der Kane, der redet zu viel, obwohl er tot ist. So, hier ist nichts, aber neue Dämonen. Nicht gerade gut. Mir fehlen irgendwie die Todesengel oder so, also so richtige Engel von Maltail. Und nicht nur die großen Teile, die da so extrem schwach irgendwas verteidigen. Oh Gott, oh Gott. Nicht alle Gefahren der Ebenen des Wahnsinns lauern an der Oberfläche. Die Tunnelgräber verstecken sich direkt unter der Erde und brechen hervor, um mit ihren gewaltigen Kiefern nach ihrer Beute zu schnappen. Und meine heldenhaften Freunde fragen sich, warum ich die Festung nicht verlasse. Okay. Was ist denn das? Und wieso sind zwei Gegner hier? Ein Elite und ein Verbündete. Champion. Hoho, schröder Blödsinn. So, einer ist down. Befehlskrypter. Easy. Ich überlege, meine Kleidung zu ändern. Mir hat es gefallen, wie ihr euch kleidet. Ich wusste, dass wir uns verstehen würden. Was, sie will jetzt über Kleidung reden? Geht's noch? So, da hat mal etwas ausgespuckt. Ach, ich hab doch keine Chance. Und schon wieder sind die Gegner so linear. Wie fühlt sich das an? Ist nicht gerade gut. Oh Mann, ich muss leise machen. Mir machten die Ohren weh. So, hoffentlich hört ihr noch etwas in der Aufnahme. Weil Fraps ist da immer ein bisschen ganz sehr sensibel und nimmt nicht immer alles auf. Wieso hätte ich ihm in die Luft geschleudert, obwohl der das Aufschlagteil gar nicht dort ist? Oh Gott. Sie betreiben sie wieder ein bisschen. Sehr schön, solche Effekte, aber wenn das alles nur noch chaotisch herumliegt. Überall Effekte im Weg sind. Dann frage ich mich schon ein bisschen, ob das nicht ein bisschen übertrieben ist. Also so gut finde ich jetzt Diablo Rip of Souls auch nicht. Da war das Original um Mengen besser. Aber es ist trotzdem geil. Also es macht Spaß zum Spielen. Die Story ist auch interessant. Obwohl ein bisschen undurchsichtig. Ein bisschen chaotisch. Sonst ja. Es macht Spaß, also. Aber für mich persönlich viel zu leicht. Da muss ich dann schon später noch ein bisschen den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Aber so ohne Items, ja, weiß ich auch nicht. Da ist es plötzlich dann mal unfair und einmal ist es dann zu leicht. Und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich in die Höhle soll oder hier irgendwas machen muss. Ah, da muss man das zerstören. Lol. Der sieht gut aus. Dark Style. Aber ein bisschen knochig. Muss mal ein bisschen zunehmen. Ah, spuck mir nicht voll. So, haha. Jo.
Also gehen wir hier rein, aber zuerst müssen wir hier noch etwas machen. Ah, wir müssen die Rune einsammeln. Okay, also gehen wir kurz dort rein. Und er ist zersplittert. War den Level up. Cool. Ihr wagt es, mich anzugreifen? So. Da oben ist noch ein Gegner. Ah, cool. Ich liebe die Gegner. Ah, die machen sich wieder voll. Die machen eine Rüstung. Darum sind die so stark, also zäh. Jetzt müssen wir sie töten, bevor sie wieder eine Rüstung machen kann. Okay, er hat nochmal eine Rüstung, aber jetzt dann nicht mehr. Und ein Level up. Sehr gut, schön. So, schauen wir uns nochmal hier an. Eisklingen, okay. Was haben wir sonst noch? Kanonier. Für Vertrauter. Arkanflutkaskade. Okay, schauen wir mal. Vertrauter. Kanonier. Aber wir brauchen eher Arkannot. Ja. Exoschaden brauchen wir momentan nicht. Okay, schauen wir mal hier runter. Ah, oh, das Headset macht schon weh. Das ist so eng. Für meinen breiten Kopf ist es nicht so gut geeignet. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich ein neues Headset kaufe. Jetzt habe ich das neue Headset und ja, ich bin noch nicht so überrascht über die Qualität. Es ist zwar 7.1, war super, aber man hört es einfach nicht so gut, weil viele Games auch kein 7.1 Sound unterstützen. Aber bei den YouTube-Videos höre ich es manchmal, dass die dort 3D-Sound haben. Bei den DVDs habe ich es noch gar nicht geschaut, als bei den Videos. Ich brauche Arkankraft. Trimmerteile. Okay. Ja, toll, finden wir noch Trimmerteile. Kälteimmunität ist nicht gerade gut. Seit wann gibt es immune Gegner? Also sie sind wirklich immun? Scheinbar schon. Mist. Attackenprunk. So, Torstrotz. Nice, das hört sich ja mal geil an. Oh, und es ist auch eine bessere Rüstung. Die nehmen wir, ziehen uns die an. Nein. Das wäre eine Maske für den Schurken. Ich habe den Eindruck, dass ihr immer nur an die Vergangenheit denkt. Unsinn. Ich denke oft daran, was die Zukunft für uns bereithält. Welche Abenteuer vor uns liegen. Oh, cool. Die Vergangenheit liegt so weit zurück. Aber leider keine Sockel, sonst könnten wir noch ein bisschen MF sockeln. Ich weiß nicht, momentan brauchen wir nicht so viel MF. Machen wir lieber hier ein bisschen. So. Wir können mal kurz in die Stadt zurück. Den Schrott verkaufen. Wahrscheinlich haben wir bald wieder zu viele Items, um sie alle aufzunehmen. So. Ja gut. Hier die Edelsterne rein. Und da unten diese Sachen.
Ah ja, der bessere von denen nehmen wir mit, weil wenn wir den Zauberstab tragen können, können wir auch ein Schild, also so eine Kugel, tragen. So, wie wir jetzt aussehen, das ist ja mal nice. Richtig cool. Also, weiter geht's. Und die Verzauberin, also Illusionistin, sieht auch cool aus. Mit dem Schwert. Unter 20.000 Schaden. Wow. Ha. Jetzt ist es geil mit dem Schwert. Nein. Richtig genial. Wie viel macht denn der Zauberstab? Immer noch mehr. Geil. Der Zauberstab ist Einhand und macht mehr Schaden. Also müssen wir noch kurz hier oben schauen, was wir hier oben haben. Ich will dann die Gebiete vor allem dann im Adventure-Modus mal alles durchspielen, also komplett durchlaufen, um zu schauen, was es noch für Events gibt und so. Und ja. Wie gesagt, ich zeige so viel, wie ihr wollt. Und schreibt es, wenn es euch nicht mehr so viel Spaß macht oder so. Wenn es langsam langweilig ist. Was? Diese Kreatur zieht Meteore aus dem Himmel an? Nun, da sehe ich nur eine. Schon tot? Okay. Mist. Es gibt noch so ein großes Vieh, das ein Portal auf dem Kopf hat. Und das nenne ich mal Invasion. Ich hoffe, wir können das mal treffen, dieses Vieh. Die Ramme ist hier, aber ich kann sie erst benutzen, wenn ich alle Belagerungsrunen gefunden ja, habe. Ja, also müssen wir ein bisschen wahrscheinlich runtergehen. Hier haben wir noch die verseuchten Ruinen. Aha. Oh, cool. Machen wir Schaden. Mega geil. Das kann noch nicht geöffnet werden. Noch ein Bewahrer Himsel Hassemmel. Okay. Hat er auch kein Problem. Nimm das noch auf, bitte. Auch wenn es nicht weiß ist. Du nimmst es trotzdem auf. Dankeschön. Und wir können die Kiste öffnen. Also solche Mini-Dungeons finde ich jetzt nicht so gut. Und die Kisten haben sowieso nie gute Items drin. Finde ich schade, müssen wir wahrscheinlich mehr MF haben als sonst irgendwas. Und ja, da kommt noch ein Meteor runter, wieso nicht? Damit habt ihr nicht gerechnet, oder? Klein Vieh macht da Mist. Ah, hier ist so ein Gegner. Genau, das sind die Gegner. Im Portal. Ja, ja. Ich denke jetzt nichts und gehe mal ein bisschen nah ran. Und hier ist der Gegner. Das sieht geil aus. Was ich über den Himmel
Dimensionen unter Weiß? Sehr wenig. Er durchstreift die Grenzen der Ebenen des Wahnsinns. Ein schwerfälliger Koloss mit einem gähnenden Loch im Zentrum. Irgendwie schafft er es, seinen Körper zu verbergen und sich als einfaches Portal zu tarnen. Diejenigen, die es durchschreiten, sind in einer weit entfernten Dimension gefangen und werden nie wieder gesehen. Hm. 29. Ein bisschen Vitalität brauch ich schon, der hat nicht Intelligenz. Ist nicht so gut. Wow. Dann schauen wir mal, was das für eine Ebene ist hier. Sieht cool aus. Ich habe in Kames alten Aufzeichnungen viele Einträge über die Monster der Ebenen des Wahnsinns gefunden. Er reiste vor 20 Jahren mit einer Gruppe Helden dorthin, um die großen Übel aus der Welt der Sterblichen zu verbannen. Und seine Entdeckungen scheinen ihn ganz schön mitgenommen zu haben. Manchmal wagte er es, einen Blick über den Rand der Festungsmauern hinauszuwerfen, woraufhin geflügelte Bestien erschienen, die seinen Namen riefen. Wie gut ich bin. Ja, die sehen nicht schlecht aus. Führt das hin? Hier ist wieder ein Ausgang. Euer Graf wartet. Okay. Zerstören. Eure Verteidigung ist nutzlos. Diese Gegner sind nur Kanonenfutter. Hui. Ah, hier ist der Ausgang. Was ist denn das Portal? Einfach ein Zwischending? Dann gehen wir mal durchs Portal. Wo? Auch zuerst mal ein bisschen mehr nach links hier. Hm, komisch. Ah, die hat noch viel Reichweite. Die Frost-Sphäre. Nice. Aha, hier hat es auch ein paar... Ah nein, da kommen Gegner raus. Ach so. Easy. Jetzt ist das Portal.